سامحت شو ليش ترك؟ أنا لست هنا من أجل حب المعلمين أو الشهرة، أنا هنا من أجل زملائي في الفصل، وسأخبركم عن معاناتنا الصغيرة في المدرسة. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich viele Mitschülerinnen in der Schule kenne, die Probleme haben, sie jedoch keinem erzählen können. Aber ich bin jetzt da und will euch erzählen, was wir verbessern wollen und was wir mit kleinen Dingen einen großen Unterschied machen können. Was Schülerinnen und Schüler wirklich stark macht, wie sie sich motivieren lassen und damit sie die Schule nicht hassen, ist die Fähigkeit, dass die Lehrpersonen darauf achten sollen, welche Themen die Mitschülerinnen am meisten interessieren. Und sie sollten mehr über diese Themen reden und schreiben. Das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach wichtigste Aspekte, wie Schule stark macht. Liebe Lehrer und Lehrerinnen, loben Sie viel. Wenn ein Kind sich in den eigenen Besonderheiten akzeptiert fühlt, gewinnt es an Selbstwertgefühl. Besonders wichtig sind die Eltern. Die Eltern sollen mehr auf ihre Kinder aufpassen, zum Beispiel bei der Sauberkeit. Dazu gehört es, regelmäßig zu duschen, saubere Kleidung anzuziehen, damit wir uns wohlfühlen und uns nicht vor anderen ekeln müssen. Auch nicht vor dem Lehrer, damit auch Lehrer zur Klasse kommen und sich ebenfalls wohlfühlen. أردت أن أتحدث عن موضوع الواجب المنزلي والاختبارات. بينما لدينا عمل مدرسي، ينبغي لنا أن نؤدي واجبات منزلية واختبارات أقل قليلة. لأن الطلاب يجب أن يركزوا أكثر على الامتحانات، وإلا فإن الأمر مرهق جدا، ويتطلب الكثير من العمل للطلاب الذين لا يزالون في المدرسة الإعدادية. Was mich echt stört, ist, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin einen schlechten Tag hat, dann sind sie genervt und haben die ganze Schulstunde schlechte Laune, was mich persönlich auch die ganze Klasse stört. Was ich von Lehrern wünsche, ist, dass sie, wenn ich mit ihnen zum Beispiel über ein Problem reden will, dann nicht einfach weggehen und nicht darauf eingehen, sondern dass sie dem Schülerin, dem Schüler zuhören und ihm ihr Rat und notfalls Trost mitgeben. أنا لا أقول أنهم يجب أن يكونوا مثل والديهم، فقط عاملوهم جيدة واستمعوا إليهم. وأتمنى أيضا عندما يتعلق الأمر بالجمباز، يتم منح الأولاد بمفردهم ويتم منح الفتيات بمفردهم حتى يشعرون بالراحة. لقد قلت ذلك بالفعل لأنني سمعت ذات مرة أحد زملائي في الفصل يخبر مشكلته للمعلم، لكن المعلم تحدث فقط وتجاهله ولم يستمع إلي ولم يحل المشكلة. حتى هن تحدث عدة مرات ولكن لم يستمع إليه أحد. لماذا لا يمكنكم فقط الاستماع إلي وحل المشكلة؟ Kinder wollen sich bewegen, zum Beispiel mittels erfolgreicher Sportprojekte. Deswegen wünsche ich mir gern mehr Turnstunden in der Woche. Also zum Beispiel jeden Tag eine Stunde. Das ist das, was ich mir schon längst immer gewünscht habe. Was wir am meisten brauchen, ist mehr Schlaf. Wir wollen auch manchmal mit unseren Eltern zusammensitzen und mit ihnen mehr Zeit zu verbringen. Also wenn ich die politische Verantwortung hätte, zum Beispiel als Bürgermeister, wäre ich dafür, den Unterrichtsanfang auf 9 Uhr zu verschieben. أمل أن تكون هناك مساعدة تعليمية مجانية بعد الظهر. لأن هناك عائلات لا تستطيع تحمل تكاليف برامج التعليم لأسباب مالية، وفي نفس الوقت لا يمكنهم تحمل التكلفة بعد الظهر. هناك تكلفة الطعام المدرسي وبعض الأشياء باهظة الثمن. Mobbing von Schülerinnen und Schülern ist nicht gut. Gerade wenn sie zur Schule gehen, sollten sie nicht einfach von irgendwelchen Typen gemobbt werden. Sie sollten sich überall wie zu Hause fühlen. Diese Art von Typen würde ich für eine ganze Woche nachmittags nachholen lassen und ihnen damit zeigen, wie man mit anderen Mitschülern umgeht. أتمنى تعليم اللغة الإنجليزية تبدأ من المرحلة الابتدائية من الصف الأول على سبيل المثال. كونها طالب في مرحلتها الابتدائية سريع الاستيعاب، وكونها اللغة الإنجليزية أصبحت لغة تواصل عالمية، أرجو الاهتمام بها. أمل أن يتكلم هؤلاء المعلمين الذين يتكلمون بسرعة
بشكل أبطأ حتى نتمكن من فهمهم. ما يخطر ببالي على سبيل المثال، عندما نخبر أحلامنا للمعلمين فإنهم يسخرون منا ويحطمونا. الذي يزعجني أكثر، لماذا تفعلون شيئا كهذا؟ لماذا لا يمكنكم أن تكونوا طبيعيين؟ Ich wünsche mir, dass wir auch auf Laptops die Schularbeiten machen können. Es wäre eine echt gute Idee, weil uns leichter fällt. Wegen den Pausen. الأمر الأسهل بالنسبة لنا هو أننا نأخذ استراحة لمدة ساعة طوال اليوم الدراسي بأكمله، وخلال هذه الاستراحة يمكننا استخدام هواتفنا المحمولة. لن تكون فكرة سيئة حقا، أعتقد أن هذا ما يريده جميع الطلاب. Was ich traurig finde, ist, dass es immer noch solche Mitschülerinnen gibt, die rassistisch und respektlos gegenüber anderen sind. Am meisten gegen Mädchen, die Kopftuch tragen. Nur weil wir unsere Haare bedecken, bedeutet das, dass wir komisch sind und keine Gefühle haben? Sie gucken so komisch auf uns, als ob wir was Ekliges sind. Einmal kommt ein Junge zu mir und fragt mich, warum trägst du diesen Schal? Leider war das sein Ernst. أمنيتي الأخيرة والأهم هو أن لا يكون حجابي عائق على مستقبلي وعلى مستقبل كل فتاة محجبة، وأن نستطيع أن نحقق أحلامنا. Mein letzter und wichtigster Wunsch ist, dass mein Kopftuch kein Hindernis für meine Zukunft darstellt und ich meine Träume verwirklichen kann. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2023 und ich erwarte mir, dass es eine Entwicklung in der Art des Unterrichtens und im Umgangs miteinander in der Schule geben wird. Und ich hoffe, dass Lehrer und Lehrerinnen und im Allgemeinen Erwachsenen die Schwierigkeiten verstehen, mit denen wir in der Schule konfrontiert sind. Und dass sie es zumindest versuchen, so zu handeln oder unsere Vorschläge oder Wünsche umzusetzen und zumindest ernst zu nehmen. Danke. Shukran.